Stolze Gesichter bei allen Beteiligten. Die erste Fairtrade-produzierte Bio-Schokolade kommt aus der steirischen Schokolademanufaktur Zotter. Die dafür benötigten Kakaobohnen stammen aus einem ganz besonderen Projekt. 234 kolumbianische Bauern konnten davon überzeugt werden, aus dem Anbau von illegalen Coca-Pflanzen auszusteigen und stattdessen Bio-Kakaobohnen anzupflanzen. Ein nachhaltiges, aber nicht ungefährliches Unterfangen. Ja, man muss natürlich sagen, es geht um ein Projekt, wo also illegale Produkte ersetzt wurden durch legale. Und da gab es natürlich Interessen auch krimineller Gruppen, die wir aber mit sehr friedlichen Methoden, nämlich dadurch, dass wir dem Landwirt die Chance gegeben haben, sein Produkt zu einem guten Preis zu verkaufen, verdrängt haben. Das Projekt, das vor 4 Jahren unter der Mitwirkung von Außenministerium, Internationalisierungscenter der WKO Steiermark, dem UNO-Büro für Verbrechensbekämpfung und der kolumbianischen Regierung entstanden ist, ermöglicht den von der kolumbianischen Drogenmafia durch Coca-Anbau in die Armut gedrängten Bauern den Anbau biologisch produzierter Kakaobohnen und die garantierte Abnahme der Ware durch Josef Zotter zu fairen Preisen. Dass der Kakaobauer überleben kann, das ist einmal das Wichtigste. Also, dass er sagt, er kann seine Kinder eventuell in die Schule schicken, er kann halbwegs normal leben, das ist für die meisten schon ein Glücksmoment, was wir uns ja gar nicht vorstellen können. In dem Fall haben wir es geschafft, die Bauern aus ihrer Armut herauszuholen. Das Ergebnis war, der Frieden in der Region ist gestiegen, die kriminellen Gruppen sind zurückgewichen und das Ergebnis für uns ist ein sehr sichtbares, wir bekommen nun guten, fair produzierten Kakao. Der den Bauernfamilien aus den Gegenden Choco und Akandi im Nordwesten Kolumbiens einen Anstieg ihres Monatseinkommens von 300 US-Dollar auf 900 US-Dollar ermöglicht hat und somit die Lebensqualität dieser Menschen in einer der ärmsten Gegenden Kolumbiens nachhaltig steigert. Die erste Kakaobohnenlieferung aus diesem Projekt war für Josef Zotter allerdings mit einem Schock verbunden. Ja, wir sind ein Ökobetrieb, also nicht nur, dass wir nur fair gehandelte Produkte haben. Und wir haben den Container aufgemacht haben und plötzlich sind wir dann draufgekommen, dass der voll mit Pestiziden war. Das war für uns natürlich ein Schock, weil das können wir als Betrieb nicht brauchen. Und es war noch einmal so eine Niederlage, wo schon alles so lange gedauert hat. Und den Container haben wir leider Gottes wieder zurückschicken müssen. Am Ende konnte Josef Zotter aber einwandfreie Bio-Kakaobohnen in Empfang nehmen. Das Schokoladenprojekt ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung alternativer Projekte für kolumbianische Bauern. Gemeinsam mit dem UNO-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung arbeitet die kolumbianische Regierung schon seit 10 Jahren an der Reduzierung von Drogenanbauflächen. Dieses Projekt mit Josef Zotter und der österreichischen Regierung ermöglicht unseren Bauern den Ausstieg aus dem Drogenanbau und eine Verbesserung des Lebensstandards. Wir haben es geschafft, die Anbaufläche illegaler Drogen um 66% zu verringern. Unser Land ist mittlerweile für Touristen und Investoren viel sicherer geworden. Taten statt Worte ist auch das Credo von WKO-Präsident Josef Herk. Ich glaube, das ist das Wesentliche daran, nicht darüber zu diskutieren, ob es Nachhaltigkeit gibt oder nicht. Hier wurde die Nachhaltigkeit umgesetzt und über 1000 Familien in Kolumbien haben jetzt eine gesicherte Existenz. Ich denke, das ist eine wirklich schöne weihnachtliche Botschaft.